Und hier haben wir ein wundervolles Beispiel dafür, was passiert, wenn man zu viel dumme Filme guckt. Uli hatte, bis sie mich kannte, niemals Karate Kid gesehen. Und jetzt sind wir hier am Strand und was sehe ich da? Ist wohl noch ausbaufähig. Hallo zusammen, wieder einmal ich und heute geht es um Jurassic World, den vierten Teil der Jurassic Park Reihe und man hat wirklich nun 22 Jahre nach dem Original endlich einen weiteren Film dieser Serie und es ist ja allein schon 14 Jahre her, seit der dritte rauskam, ob man ihn mag oder nicht. Und ich habe auch den Eindruck, dass dies einer der am meisten erwartetsten Filme des Jahres ist, nicht weil es der große Mega-Blockbuster und das Mega-Highlight ist, sondern zumindest anhand der Kanäle, mit denen ich schon mal kommuniziere und auch den Kommentaren, die ich so lese, ist das der Film, von dem man wohl am meisten erwartet, dass er floppt, dass er scheiße ist und so eine richtige Enttäuschung. Und an all diejenigen, die mit diesem Vorsatz da reingehen, sage ich gleich, Pech gehabt. Generell kann man aber sagen, die Vorschau hat so einen groben Eindruck der Handlung gezeigt und genau diesen Eindruck bekommt man erfüllt, nämlich dieser Park, von dem damals im Original noch geträumt wurde, ist nun seit langer Zeit da, ein futuristisch anmutender Freizeitpark, in dem halt Dinosaurier ausgestellt sind, man so Sachen hat wie Bootstouren oder Fütterungen oder sonstige Sachen. Und das Dumme ist, Dinosaurier angucken ist mittlerweile sehr langweilig und um das Programm attraktiv zu halten, haben die Genetiker neue Rassen gezüchtet. Sie haben also einen Megasaurier kreiert, der diverse Eigenschaften anderer Saurier in sich vereint und man kann es sich denken, das Vieh bricht nach relativ kurzer Zeit aus und dann ist auf dem Freizeitpark niemand mehr sicher. Die einzige Rettung ist ein Militärexperte, gespielt von Chris Pratt, der dann da beherzt ins Geschehen eingreift. Und ganz ehrlich, von den Story her ist es genau das, was man erwartet. Und von den Figuren her, von den menschlichen Punkten, kann man irgendwie nicht besonders viel finden. Denn ganz ehrlich, die Hauptfigur ist eben der Held, das ist der von Chris Pratt gespielte Soldat. Das hätte auch jeder andere machen können. Der Film profitiert einfach dadurch, dass Chris Pratt eben der Typ ist, den man letztes Jahr bei Guardians of the Galaxy so cool fand. Okay, der hat ein paar nette Sprüche, der macht auch einen guten Job, gar keine Frage, aber ich glaube, es ist gerade diese positive Präsenz von Chris Pratt, die diese Figur überhaupt möglich macht oder diese Figur so gut macht. Ansonsten hat man eine ganze Handvoll Figuren, die aber alles absolute Reißbrettcharaktere sind. Man hat zum Beispiel Bryce Dallas Howard als die klassische Wissenschaftlerin, die erst anhand der Gefahr erkennt, was ihre Schöpfungen eigentlich anrichten. Dann hat man ein völlig gesichtsloses Brüderpaar, das eben dann so in die ganze Misere reingerät und eben diese zwei Kinder in ständiger Not verkörpert. Man hat ein, zwei schmierige Gestalten, die dann da versuchen, ihre Nutzen rauszuziehen. Also man hat wirklich ein absolutes Figurenkabinett vom Reißbrett ohne besondere Akzente. Und das ist, glaube ich, auch schon die größte Schwäche des Films. Aber der Film hat auch eine Menge Stärken. Er orientiert sich am Original. Das heißt, es geht nicht ab der ersten Sekunde mit Dauer-Dino-Action los, sondern er baut das Ganze schrittweise auf und geht erst behäbig in die Handlung. Er spart sich auch das große Highlight, eben diesen neuen, wie heißt der, Indomino Rex, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber dieses neue Megavieh, er zeigt es nicht ab der ersten Sekunde voll, sondern enthüllt es erst so nach und nach und schürt damit die Spannung. Die Action ist zwar so ab 40 Minuten dauerpräsent, aber eben, es ist nicht so wie zum Beispiel der dritte Film, der ja eigentlich nur eine einzige Dauerverfolgungsjagd war. Der Film arbeitet sehr groß mit dem Nostalgiefaktor und hier ist jetzt so der Punkt, wie geht man ran? Wenn man zum Beispiel so ist wie ich habe den ersten Film vor 22 Jahren im Kino gesehen, dreimal, ich war damals 13, 14 Jahre alt und für mich ist es wirklich so ein Funken Rückkehr. Dieser Film gibt zu jedem Zeitpunkt aus, ja, das ist die Insel, auf der damals das Original gespielt hat, das ist so quasi die Nachfolgegeneration und für mich ist es wirklich so, dass ich nach 22 Jahren an einen Ort zurückgeführt werde, an den ich damals schon mal war. Und für mich und auch für andere Leute, denen es ähnlich geht, ist da ein großer Nostalgiefaktor gegeben. Und egal, ob man die menschlichen Figuren oder ob man die Handlung oder sonstiges gut oder schlecht findet, dieser Nostalgiefaktor mit 22 Jahren Rücklauf, das ist etwas, den man packen kann. Und das hat nicht jeder, aber das hat dieser Film und das kann man ihm gar nicht, das kann dem nicht abgesprochen werden. Dann gibt es ja die Leute, die halt wirklich sicher sind, dass das hier so eine Riesenbombe wird, also quasi zum Zerreißen. Kann man vergessen, denn
Ungeachtet diverser Schwächen ist der Film gelungen. Er ist spannend, er ist actionreich, er hat tolle Effekte, er hat ein paar lustige Momente. Er funktioniert. Er ist natürlich keine Revolution des Genres und er ist, weiß Gott, nicht das Filmhighlight des Jahres, aber er ist auch nicht der absolute Film, den man jetzt mit aller Kraft und Gewalt hassen kann. Ja, ansonsten, wenn man den Film einfach eben als Monsterfilm, als Dinosaurierfilm, wie auch immer sehen will, sieht man ein absolutes Reißbrettprodukt, sprich Verfolgungsjagden, Action. Man kommt halt nur nicht wirklich mit den Personen, man wird nicht mit den Figuren wirklich warm. Unterm Strich würde ich aber mal so sagen, der Film hat einiges, was er richtig macht, einiges, was nicht besonders ausgereift ist. Es ist aber trotzdem, eben nicht zuletzt wegen des Nostalgiefaktors, ein lohnender Film. Er macht Spaß, er ist mit 2 Stunden nicht zu lang und die vergehen auch wie im Flug. Und eben, er hat einige wundervolle Momente, wo Szenarien, Personen, Dinge aus dem ersten Film aus. Ich könnte das jetzt an einem Beispiel benennen, aber ich will das nicht spoilern. Ich hoffe trotzdem, dass dies jetzt nicht der Auftakt einer neuen Trilogie ist, denn ich sehe, so viel verrate ich, am Ende keinen Punkt, wo ich jetzt plausibel eine weitere Handlung anknüpfen kann, zumal ich mich sowieso daran stoße, dass der Park, so wie es der Film zeigt, jetzt schon seit langem existiert, wenngleich auch die anderen Filme klargemacht haben, dass die Idee mit dem Park doch absolut miserabel ist und jetzt auch noch, dass dann da noch irgendwelche Megamutanten gezüchtet werden, wenngleich ich sehe da im hinteren Drittel eine Möglichkeit, wo man theoretisch eine Story versuchen könnte anzuknüpfen, aber nichts, was plausibel wäre. Ich selber bin jetzt ein wenig gefangen zwischen 3 und 4 Punkten, einfach 3, weil es ein solider, guter Film ist, 4 Punkte, weil es mit diesem Nostalgiefaktor arbeitet. Ich habe ihn im Kino gesehen, in 3D, wobei ich auch wieder sagen muss, 3D ist zwar da, aber geht gegen Null. Aber trotzdem, als Event, das du auf der großen Leinwand siehst und eben, ich sage immer wieder Nostalgie, weil es halt stimmt, gebe ich diesem Film 4 von 5 Punkten. Denke auch mal, der ein oder andere wird den sehen und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Kommentare und sonstige Anmerkungen gerne unter dieses Video, gerne auch einen Daumen, gerne ein Abo und ich freue mich auch auf jedwede sonstige Kommunikation. Ja, und ansonsten denke ich mal, viel Spaß im Kino und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao! It's done!